Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo. Ich werde des Öfteren gefragt, Andreas, ist Erwachen Gnade? Gerne möchte ich dir die Antwort mit Hilfe eines ganz normalen Beispiels geben. Wir alle als dieser Körper-Verstand-Organismus wissen, was uns dienlich ist, was uns förderlich ist, um bestmöglichst einschlafen zu können. Bestmöglichst in der Nacht einschlafen zu können. Das ist willentlich von uns steuerbar. Der Akt selbst, um einzuschlafen, da ist jeder Wille kontraproduktiv. Und genauso ist es mit dem Aufwachen. Wenn wir gewissen Gesetzmäßigkeiten folgen, fördern wir das Erwachen, fördern wir das Aufwachen zu erkennen, wer wir tatsächlich sind. Und die Gesetzmäßigkeit schlechthin ist, bewusst zu sein, achtsam zu sein, die entspannte, neutrale Wahrnehmung, was in mir und außerhalb von mir stattfindet. Warum ist dieser Schritt der entscheidende Schritt? Wir sind unteilbares, ewiges, unsterbliches Bewusstsein. Daher müssen wir nur eines verstehen und eines tun, sich immer wieder bewusst zu sein. Wenn sich Bewusstsein bewusst wird, dann erkennt sich Bewusstsein als Bewusstsein. Das ist die einfachste Formel, die einfachste willentliche Formel, die wir steuern können, die wir umsetzen können. Immer wieder bewusst zu sein, immer wieder bewusst zu sein. Und wenn es immer wieder nur ein paar Sekunden sind, wenn wir das immer wieder tun, immer wieder tun, immer wieder tun, dann greift die Macht der Wiederholung. Die Macht der Wiederholung lässt uns schnellstmöglich in die Erkenntnis erwachen, in unsere wahre Befreiung erwachen. Das heißt, zurückzukommen auf die Frage, wir können einen ganz wichtigen Part selbst steuern. Wir können Gesetzmäßigkeiten folgen. Und dann wird das Erwachen von selbst geschehen. Danke für deine Aufmerksamkeit.